Eine Hypnose zum Thema Angst und Angst loslassen. Finde jetzt einen guten Platz, wo du in Ruhe sitzen kannst oder vielleicht auch liegen kannst. Schließe gerne vorher die Fenster, die Türen, sodass du wirklich Ruhe hast, einfach Ruhe für dich selbst. Du kannst das Video kurz auf Pause stellen. So, jetzt möchte ich dich bitten, dass du dich richtig gut zurechtsetzt oder hinlegst und mit deinen Augen einen Punkt oberhalb deines Blickfeldes anfixierst, entweder an der Wand oder oben an der Decke. Du schaust einfach auf diesen Punkt. Und während du auf diesen Punkt schaust, werden deine Augen immer müder, immer schwerer, immer schwerer, immer müder. Ja, sie werden wie Blei so schwer. Es ist fast so, als wenn so ein paar kleine Gewichte die Augen so hinabziehen. Und du darfst jetzt deine Augen schließen. Schließe deine Augen. Genau, und jetzt darfst du mal so einen richtig schönen tiefen Atemzug nehmen, so ganz rein in den Bauch. Und dann einfach wieder loslassen. Das darfst du jetzt nochmal wiederholen. Ganz tief einatmen. Und wieder ausatmen. Und nochmal ganz tief einatmen. Und wieder loslassen. Jetzt darfst du ganz normal weiteratmen. Und immer wenn du ausatmest, darfst du dir selber erlauben, so ein kleines bisschen mehr loszulassen. Und einfach immer tiefer und tiefer zu sinken. Immer tiefer und tiefer. Und immer mehr bei dir ankommen, ganz bei dir. Genau. Jetzt darfst du einmal in dich hineinspüren und einfach wahrnehmen, wie geht es mir jetzt gerade? Wie liege ich hier? Wie ist mein Körper abgelagert? Einfach mal einmal so durchfühlen. Ganz bei dir ankommen. Genau, und das heutige Thema ist ja Thema Angst. Jetzt möchte ich dich bitten, einmal in dich hineinzufühlen. Wie fühlt sich dein Körper an, wenn du Angst hast? Dir einfach erlauben, da mal kurz hinzuspüren. Vielleicht weißt du genau, welche Region bei dir betroffen ist. Vielleicht gehst du einfach mal in Gedanken in die letzte Situation, wo du Angst hattest. Gerne keine super krasse Angst, sondern einfach nur eine leichte bis mittlere Angst, wo du dich immer noch gut kontrollieren konntest. Du darfst da einmal reinspüren und einfach nur merken, wie fühle ich mich da. Versuch genau in die Situation reinzutauchen. Vielleicht weißt du noch, was du anhattest, wo du warst, ob es Tag ist oder Nacht, hell oder dunkel. Ob du alleine bist oder mit welchen zusammen. Erlaub dir richtig da einzutauchen und wieder da zu sein. Wenn du es dir bildlich vielleicht nicht vorstellen kannst, darfst du einfach dich auf das Gefühl konzentrieren. Richtig damit Verbindung aufnehmen. Diesem Gefühl und der Vorstellung. Nimm dir Zeit. Versuch einfach ein bisschen neugierig zu sein bei der Erkundung. Der Erkundung des Gefühls und wie sich dein Körper anfühlt.
gib dir Raum und erlaub dir, dass dieses Gefühl einfach da sein darf. Okay, ich spüre da jetzt mal hin, ich schaue mir das an, darf einfach mal sein. Ja, mit einer gewissen Neugierde. Vielleicht kannst du wahrnehmen, dass dieses Gefühl sich verändert. Vielleicht wird es noch stärker oder vielleicht wird es langsam schwächer. Egal wie es sich anfühlt, versuch einfach noch einen Moment bei dir zu bleiben, bei dem Gefühl zu bleiben, dem Gefühl einfach Raum zu geben. Mit dem Wissen, dass kein Gefühl dauert ewig, kein Gefühl dauert ewig. Genau, richtig gut machst du das. Einfach Raum geben. Dann okay, so fühlt sich das jetzt an. Und durch das Anfühlen und das Anfühlen darf sich das Gefühl jetzt lösen, immer mehr aus deinem Energiesystem lösen. Darf immer weiter abfließen. Wenn du magst, kannst du dir vorstellen, wie dieses Gefühl immer weiter in den Fluss kommt und einfach durch deinen Körper hindurchfließt bis zu deinen Füßen und dann aus deinen Füßen hinaus einfach rausfließen darf. Du darfst es abgeben, es darf transformiert werden. Und vielleicht kannst du merken, je mehr von diesem Gefühl in den Fluss kommt, dass es immer leichter und freier wird, immer leichter und freier, freier und leichter. Vielleicht merkst du auch, dass es irgendwie einfacher ist zu atmen. Vielleicht kannst du mal so ein paar tiefere Atemzüge nehmen und einfach mal spüren, dass es leichter ist, wie diese Luft einströmt in deinen Brustkorb, wie der sich weitet und wie es dann einfach wieder ausströmen kann. Und genau dieses Ein- und Ausatmen, Anspannung, Entspannung, bringt dein ganzes System immer mehr in Balance. Immer mehr in Balance. Vielleicht nimmst du auch wahr, dass du dich immer mehr entspannen kannst, alles immer ruhiger und ruhiger wird. Die Muskeln weicher und vielleicht auch wärmer mit mehr Sauerstoff versorgt. Sich immer mehr entspannen dürfen, immer wärmer und weicher werden und sich langsam alles besser anfühlt in dir drin. Vielleicht einfach freier, leichter, energetischer vielleicht auch. Spür einfach, was es mit dir macht. Spür in dein System hinein, in deinen Körper, dein Gefühl. Und wenn da noch Reste sind, dann darfst du dir einfach mal vorstellen, dass du sie ausatmen kannst. Du atmest Stille, Ruhe und Entspannung ein. Und all die Anspannung, all das, was da noch ist, darf einfach ausgeatmet werden. Dass du immer mehr Stille und Ruhe und Entspannung einatmest und all die Anspannung einfach ausatmen kannst. Genau. Das darfst du jetzt für dich ein paar Mal wiederholen. Während du die Stille und die Ruhe und die Entspannung einatmest und die Anspannung wieder ausatmest, darfst du dir erlauben, dass es sich immer freier und leichter anfühlt.
immer freier und leichter. Immer freier und leichter. Genau, sehr gut. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du langsam wieder zurückkommst in deinen Raum, in deinen Körper. Eins, deine Augen werden wieder frischer, klarer und leichter. Sie werden so leicht wie die Flügel eines Schmetterlings, der damit flattert. Zwei, du kannst mal deine Arme, deine Beine bewegen und ein bisschen recken und strecken. Und gähnen und wieder ankommen in deinem Körper. Und drei, du darfst die Augen öffnen und du bist wieder ganz zurück im Hier und Jetzt. Genau, und jetzt darfst du erstmal ein bisschen ankommen und einfach wahrnehmen, wie es für dich war, auf dieser kleinen inneren Reise zu sein. Und ich würde dir raten, dass du diese kleine Meditationshypnose für dich öfter mal anhörst, damit du immer mehr von dieser Angstenergie loslassen kannst. Und immer freier und leichter werden kannst, immer freier und leichter in deinem Alltag. Ich wünsche dir alles Liebe, herzliche Grüße, Nadja.